Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Tech Pack Opening. Wir sind heute in Studio 2, aber auch das ist definitiv nicht groß genug. Also ich bräuchte noch viel mehr Platz normalerweise, weil ihr seht hier eine ganze Menge Pakete auf dem Tisch. Aber da unten steht noch ein Paket und hier hinten steht noch ein Paket. Ich werde zwischendurch ein bisschen einen Cut machen müssen und die Pakete rausbringen müssen, weil es ist hier, ja, ein Paketterror, sag ich euch. Also ich habe hier so viele Pakete, das ist echt unglaublich. Fangen wir hier aber schon mal an mit dem hier. Gucken wir mal, was da drin ist. So, das kann man aber schön aufmachen hier. Was haben wir hier drin? Hier haben wir bam, 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 eine Tastatur haben wir hier drin. Oh, cool. Und zwar die AK966. Die sieht schon nice aus irgendwie. Von Ajaz oder Narcodex oder so. Ich werde sie euch auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist so eine hier AK966 RGB. KI MX Screen Switch 3 Modes Yellow Gray. Das ist nämlich von so einer, die wiegt auch einiges. Das ist von so einer speziellen Firma. Die machen so, ja, Gamer-Tastaturen oder so Custom-Tastaturen, also die wiegt halt auch einiges, ne? Also das ist schon nicht so ohne, das ist schon was Krasses, sag ich mal. Da war ich auf jeden Fall auch drauf gespannt, wie die so ist. Dann haben wir hier noch ein Package. Schauen wir mal, was da drin ist. Gucken wir mal. Wupp. Aha. Ah, guck mal da. Das ist ja mega nice. Das ist was für die Frau. Und zwar hat die Frau nämlich in einem, also bei einem Stream, also bei einem Streamer in einem Stream, bei einem Gewinnspiel gewonnen und hat dann hier von U-Rage so ein, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, U-Rage, ich würde schon sagen, ja, so ein Mikrofon gewonnen und ist hier mit HD Sound Recording, 3,5 mm Headphone Output, Volume Control, USB-C Connection, kann man halt hier direkt an dem Mikrofon quasi Sachen einstellen. Das ist halt so ein USB-Mikrofon, quasi USB-C am Mikrofon und USB, also normale USB an der anderen Seite, dass man es am Rechner anschließen kann. Und das ist eigentlich soweit ganz nice. Und U-Rage war so cool und hat nämlich, weil ich habe die angeschrieben, sag hey, hier, ich habe hier, also die Frau hat hier in so einem Gewinnspiel gewonnen und wir haben aber da den passenden Mikrofonarm entsprechend eben nicht mit dabei. Wie sieht denn das aus? Können wir da vielleicht den Arm auch noch bekommen? Und ja, dementsprechend kam dann da tatsächlich hier der Arm auch noch hinzu. Aber erstmal hier noch so eine Karte. Den hat sie hier mit dazu bekommen von dem Streamer. Hey Sophie, danke, dass du auch ein Teil dieser tollen Community bist. Viel Spaß mit dem Mikro von U-Rage. Daisy, glaube ich. Daisy oder Desk? Ich glaube, Daisy ist sein Name. Und genau, dann steht hier noch SofaLock. Perfekt, genau. Also einmal für die Frau ein Mikrofon. Da wird sie sich bestimmt drüber freuen von U-Rage. Und wie gesagt, U-Rage war auch noch so cool. Ich muss hier echt mal ein bisschen, ich brauche ein bisschen Platz. Das ist halt echt schwierig. Und dann gucken wir mal hier rein. Weil ich glaube, hier müsste das gewesen sein. Weil, wie gesagt, U-Rage war so cool und hat gesagt, jo, wir schicken auch einfach den Arm noch mit dazu. Also das Mikrofon kommt quasi von dem Streamer. Und U-Rage war so cool, noch den Arm hinterher zu schicken. Hier haben wir den. Seht ihr, das ist der entsprechende Arm eben für das Mikrofon. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal den Stream 210 Boom Arm. Und quasi halt eben das Stream 900 Mikrofon von U-Rage. Und das werde ich der Frau dann gleich geben, da wird sie sich drüber freuen. Genau, dann haben wir das hier soweit. Ich muss hier echt mal gucken. Alles erstmal nach da hinten schmeißen an Paketen. Die kleinen erstmal hier hin, die großen nach da hinten. Genau, dann haben wir hier
einen USB-Stick, den habe ich mir separat noch bestellt, ist einfach so ein Intenso 64 GB USB-Stick, ganz günstig, den habe ich nämlich für ein Tutorial gebraucht, was ich inzwischen aber eigentlich schon abgedreht habe mit einem anderen USB-Stick, aber da möchte ich quasi mir Ventoy noch drauf machen, das ist quasi so ein, ja, so eine Software. Die kann man da aufspielen und dann kann man quasi einfach ISO-Dateien draufpacken. Und das ist dann quasi ein bootbarer USB-Stick, der dann jede ISO-Datei, die dann da drauf gelegt wird, einfach booten kann. Sei es jetzt ein Debian, ein Windows, ein Ubuntu, whatever, ja. Und dafür ist das halt gut, eben einen großen USB-Stick zu haben mit ein bisschen mehr Speicher drauf, weil ich habe es mit einem 8-GB-Stick gemacht. Da machst du 2-3 ISOs drauf, dann ist das Ding voll, ja. Und gebraucht habe ich das eben genau hierfür. Das habt ihr jetzt noch nicht im TechPack-Opening in einem der letzten gesehen, weil ich es jetzt schon ausgepackt hatte. Ich wollte es euch aber hier nochmal zeigen und auch nochmal verlinken. Das ist quasi ein Mini-PC, ein AMD-Mini-PC. Und da die neue Debian-Version eben ja auch in einer AMD64-Variante daherkommt, also für 64-Bit-AMD-Systeme, perfekt abgestimmt für die AMD Ryzen-CPUs. Also da funktioniert das wirklich super gut drauf. Und deswegen kann ich euch hier das Ding auf jeden Fall empfehlen. Da ist nämlich ein AMD Ryzen, ich glaube 5600U war es, glaube ich, drin, mit 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB interner NVMe SSD. Und ey, es ist halt einfach richtig, richtig geil. Nutze ich momentan als Home-Server hier zu Hause. Habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Tutorial dazu gemacht, wie man sich da quasi einen Docker-Server drauf einrichtet mit Portainer als grafische Benutzeroberfläche. Und wir haben sogar schon das erste Tutorial gemacht, wie man sich dann hier zu Hause einen eigenen Valheim-Server damit erstellen kann und wie man den auch ans Netz bringt, sodass man im Internet mit seinen Freunden darauf spielen kann. Und auch noch ganz viele andere Sachen. Ja, so Sachen wie Smart Home, Sachen hier, I.O. Broker kannst du drauf laufen lassen. Du kannst Nextcloud, alles mögliche. Es gibt so viele Anwendungsfälle, wo man einen Home-Server gut und sinnvoll nutzen kann, was einfach nur krass ist. Also, ne, das und wie gesagt, der USB-Stick ist natürlich dafür auch sinnvoll. So, dann machen wir hier mit den kleinen Dingen weiter erstmal, damit ich die großen Dinge glaube, die hebe ich mir bis zum Schluss auf. Wir haben halt heute ein TechPack-Opening-Warenwert, der absolut, also wahnsinnig ist. Das ist wirklich einfach nur krass. Deswegen, schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ihr hier bis hierhin geguckt habt, was ihr denkt, was wir heute an Warenwert an Produkten haben. Und vielleicht macht sich ja irgendeiner die Mühe, weil ich werde es definitiv nicht machen. Ja, aber vielleicht macht sich ja irgendeiner die Mühe und hinterher, weil ich verlinke euch ja die Produkte alle unten in der Videobeschreibung. Und vielleicht macht sich ja echt einer die Mühe und schreibt dann quasi neben solch einem Kommentar, wo einer geraten hat, was er denkt, wie viel Warenwert wir hier heute auspacken. Weil man so ein bisschen, sieht man ja schon so ein bisschen. Und dann schreibt einer mal bitte drunter, was wir, also wenn einer das möchte, was wir tatsächlich an Warenwert haben. Weil es ist ja wirklich, kannst ja einfach dann links draufklicken, zusammenziehen, es ist einfach krass. Wir haben die Amazon Prime Days ja gehabt und ich habe natürlich bei den Prime Days auch geshoppt. Ich habe hier so einen kleinen Amazon Fire TV Stick geshoppt für meine Oma, denn mein kleiner Junior, mein Sohn, der ist 3 Jahre alt geworden jetzt und der schaut ganz gerne mal das ein oder andere Video auf YouTube, das darf er auch hin und wieder mal. Oder auch auf Netflix gibt es ja auch extra für Kids dann so ein paar Lernvideos. Der steht total auf so Bagger-Videos mit irgendwas mit Baggern und Feuerwehr, wo halt 3-jährige Jungs draufstehen. Und bei der Oma kann er das halt eben nicht oder halt nur mal auf dem Handy. Und das ist ja irgendwie auch blöd so, wenn er da vor ein Handy-Video gesetzt wird. So hat er halt das am Fernseher, dann kann er quasi mit der Oma gleichzeitig spielen, nebenbei kann das quasi so ein bisschen dudeln da hinten und ja, dann können sie halt quasi, wenn sie damit fertig sind, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde, je nachdem, und dann können die halt auch wieder in die Küche gehen und so und dann halt da irgendwas machen oder auf dem Boden dann irgendwas spielen mit was weiß ich, also ne, damit quasi hier auch sowas mal da ist. Dann natürlich Spiele, wir haben das jetzt letztens auch wieder mit einer Freundin von der Frau hier zu Hause gespielt, die kam dann vorbei und hat uns besucht. Und ja, mit der haben wir dann auch Bonanza gespielt und die hat das halt mitgebracht nochmal, aber wir haben halt eben, ja, wir hatten doch irgendwie so ein ganz altes Bonanza da, wo dann die Karten mal irgendwie, man kennt das, der Tisch, Glas fällt um, was weiß ich, und ich habe jetzt hier ein neues Bonanza-Set geholt. Einmal das Grundspiel und einmal ein Erweiterungsset
Mit ja, so speziellen Ackerbohnen und so weiter noch mit dabei. Bonanza, richtig geiles Spiel. Falls ihr das noch nicht kennt, gönnt euch das mal. Dann habe ich hier noch so ein weiteres Spiel gefunden, als ich das hier gesucht habe. Und zwar Chaos im Heldenwald. Das total verrückte Fantasy-Kartenspiel. Und ich fand das einfach... Also ich meine, kann das mal scharf stellen hier? Ich fand das vom Cover her so geil. Ich muss aber gestehen, ich dachte irgendwie, es wäre größer. Also irgendwie jetzt, als ich es in der Hand habe jetzt so, das ist ja genauso groß wie hier so ein Bonanza. Ich hätte es mir irgendwie von den Produktbildern her größer vorgestellt. Man braucht 3 plus Spieler. Willkommen in der Taverne zum Heldenwald. Ihr habt euch mit einigen eurer besten Heldenfreunde zusammengesetzt, um alte Geschichten aus der Zeit als Abenteurer auszutauschen. Okay. Ja, sieht irgendwie ganz cool aus. Das lustige Spiel für 3 bis 6 Spieler mit mehr als 150 Illustrationen über die zahlreichen Charaktere, Schätze und Abenteurer, die man im Heldenwald erleben kann. Ah, okay, ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel... Also Bonanza kann ich euch wirklich blind empfehlen. Das, was heißt blind? Ich kenne das ja. Aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Geiles Spiel. Chaos im Heldenwald. Klang irgendwie cool, sah auch irgendwie von der Illustration her sehr cool aus, hat mir gefallen. Und wollte ich mir mal reinziehen. So, dann haben wir... ja, das mache ich einfach nur mal ganz kurz auf hier, weil das ist, denke ich mal, relativ unspektakulär, denn das ist quasi nur ein Add-on zu einem anderen Paket, was ihr auf dem Tisch seht. Damit ich das natürlich auch anständig benutzen kann. So, und zwar... So. Und zwar haben wir hier ein bisschen Resin, einmal Standard Rapid Resin Gray, also Grau von Longa. Das müssten, weiß ich nicht, wie viel ist das? Ich hole das einfach mal raus, weil die Kartons hier benutze ich eh nicht zum Verwahren. Es ist einmal Grau auf jeden Fall und einmal irgendeine andere Farbe. Von Longa das Resin ist eigentlich ganz gut, wobei ich halt sagen muss, ich habe da bis jetzt noch nicht so mega große Unterschiede feststellen können. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass das Resin, was so für die 3D-Drucker produziert wird, außer jetzt so ein Spezialresin, was ich jetzt zum Beispiel hier für meine Ringe benutze und so, für Metallcasting und so, das ist natürlich ein Spezialresin, das habe ich von Soraya-Tech zum Beispiel benutze ich da. Aber ansonsten, so die ganzen anderen Resins, habe ich so das Gefühl, das ist irgendwie alles Standardkram. Man muss halt eben nur darauf achten, ob es wasserlöslich ist oder nicht. Und das eine muss halt eher mit Bioethanol sauber machen, das andere eher mit Isopropanol und so. Da muss man ein bisschen drauf achten. Aber im Endeffekt habe ich so das Gefühl, ja, krass unterschiedlich sind die jetzt nicht. Man muss halt eben auf die Einstellungen achten. Ne? Also das eine Resin muss halt so gedruckt werden, das andere Resin muss so gedruckt werden. Du musst halt für jedes Resin entsprechend die perfekten Einstellungen finden. Aber im Endeffekt... also ich habe Anycubic Resin schon gehabt, ich habe Longer Resin schon gehabt, was habe ich denn hier vorne noch alles? Soraya-Tech, ach hier und von Marken, die ich jetzt gar nicht mehr kenne, keine Ahnung. Da habe ich jetzt einmal 1 Liter Grau und hier haben wir nochmal 1 Liter, auch nochmal Grau, perfekt. 2 Liter graues Resin, kann man eigentlich immer gebrauchen, da bin ich auch sehr dankbar. Also Longer, falls ihr das Video hier seht, wirklich vielen, vielen, vielen Dank, weil Resin kann man wirklich nie genug haben. Es gibt immer irgendwelche Projekte, wo man irgendwas druckt. Und ich kann ja das Resin auch mit anderen Resin 3D-Druckern, also das, nur weil da jetzt Longer draufsteht, muss ich das nicht in einem Longer 3D-Drucker benutzen. Das, weiß ich nicht, jetzt denken vielleicht auch manche Leute, man müsste immer, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Anycubic Resin-Drucker habe, brauche ich auch Anycubic Resin, weil das würde ja dann am besten damit funktionieren. Ist halt kompletter Schwachsinn. Ja, also da braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen, ihr könnt jedes Resin von jedem Hersteller mit jedem 3D-Drucker benutzen. Ja, da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Das gibt immer, da ist einfach nur eine Einstellungssache und jeder Hersteller gibt im Grunde genommen eigentlich die Einstellungen, also wenn man mal genau recherchiert, kannst du auf einer Webseite oder sowas nachgucken, gibt es eigentlich verschiedene Einstellungen, die mit dem Resin, also was man halt mit dem Resin im Slicer einstellen muss, also zum Beispiel ja, wie viel Belichtung, wie lange soll belichtet werden und so weiter und so fort. Hier oben haben wir auf jeden Fall so das obere Teil. Ja, dann habe ich noch einen 4K 3D-Drucker, einen 4K Resin 3D-Drucker. Bis jetzt habe ich nämlich nur den Elego Mars. Elego Saturn meine ich. Und der Elego Saturn ist natürlich wirklich
ein richtig, richtig, richtig guter Resin 3D-Drucker. Ich habe mit dem jetzt ja schon jahrelang oder auf jeden Fall über ein Jahr, ob es jetzt Jahre sind, weiß ich nicht, aber sehr lange habe ich mit dem schon gedruckt und war sehr, 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 sehr zufrieden. Und jetzt bin ich halt, ja, der hier kommt dann wahrscheinlich in meine andere Werkstatt, die ich gerade am Planen bin. Wird aber noch ein bisschen dauern, also bis ich den dann quasi da hinstellen, aufbauen kann. Vielleicht stelle ich ihn bis dahin erstmal hier irgendwo hinten hin oder so, dass er erstmal einen Platz hat. Ah, okay. Ist zwar ein 4K Resin 3D-Drucker, aber kleiner. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, dass das hier kleiner ist, denn kleiner ist ja nicht unbedingt schlechter, sondern manchmal ist es ja sogar besser, weil man dann eben nicht so viel Resin reinkippen muss. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal so einen Ring drucken will, ist das sogar vielleicht so ein bisschen besser, weil ich dann von diesem Spezialresin eben nicht so viel hier in den Tank reinkippen muss. Dann sind natürlich noch ein paar Filter dabei, um das Resin später wieder auch in die Flasche zu bekommen. Wir haben eine Anleitung mit dabei. Longer Orange 4K SLA 3D Drucker. Dann hier die EU Declaration Conformity ist hier auch mit dabei. Aha, aha, aha. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen Zeugs. Oh, das sieht auch mega schön aus. Ich mag, das ist, ja, orange, richtig. So heißt das Ding ja auch. Hier schön drauf. Ja, wie gesagt, den Longer Orange Resin 3D Drucker. Wobei, doch, das... Ich brauche es halt so für die Werkstatt so ein bisschen und das eine schenke ich vielleicht meiner Oma, mal gucken. Aber, ja. So. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch was Cooles und zwar von Lepau C2 Series Portable Display 15,6 Zoll. Ein Portable Display, also ein portables Display. Hinten kann man quasi auch mal so ein Bild sehen davon so ein bisschen. Das ist quasi ein tragbares Display, was man halt einfach so, ja, könnt ihr ja mal aufmachen, was man halt einfach so, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel unterwegs mit dem Laptop unterwegs ist, beim Arbeiten oder so, und braucht zum Beispiel zum Videoschneiden oder sowas nochmal einen zweiten Monitor schnell mal nebenan, dann kann man sich so einen hier mit in die Laptoptasche zum Beispiel packen, hat eben dadurch noch den zweiten Monitor mit am Start. Oder wenn man die Nintendo Switch unterwegs mit dabei hat, irgendwie, ne, im Ferienlager oder weiß ich nicht, irgendwo bei Freunden, wir haben sogar noch einen Displayschutz mit dabei, dann kann man quasi einfach die Nintendo Switch hinstellen und ne, wenn man noch einen größeren Monitor haben will, auch mit einer Laptoptasche vielleicht, dann hat man halt hier so ein Ding noch mit am Start, hinten quasi einfach aufklappen, zack, hinstellen, et voilà. Und dann kannst du halt hier einfach, hast du hier HDMI an der Seite, ist aber der kleinen Format HDMI-Anschluss. Dann haben wir einen USB-Typ-C-Anschluss zweimal. Einmal als Anschluss und einmal als Stromzufuhr. Da oben haben wir noch einen Anschluss, da steht D oder P oder sowas drauf. Den kenne ich nicht. Sieht aus wie ein dicker USB-Anschluss. Dann haben wir Kopfhörer hier dran. Wir haben hier auch einen Lautsprecher mit drin. Also können hier auch laut und leise machen und so weiter. Und können das Gerät natürlich an- und ausstellen. Wir haben, glaube ich, eine Full-HD-Auflösung, meine ich jedenfalls, gelesen zu haben. Genau, 1920x1080. Perfekt, genau. Also ein kleines Display. Wir haben wahrscheinlich aber hier auch noch ein Adapterkabel mit dabei, vermute ich jetzt einfach mal. Also hier ist das Netzteil auf jeden Fall noch mit dabei. Und hier haben wir, genau, hier ist ein Adapterkabel schon perfekt von HDMI auf diesen, auf Mini-HDMI, weil Micro-HDMI ist es, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, Mini-HDMI, dass man da eben halt auch seine Gerätschaften dran anschließen kann. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Von diesen Monitoren habe ich auch schon den einen oder anderen tatsächlich fest bei mir im Studio im Einsatz, weil die halt eben schön klein und handlich sind. Und es gibt auch da trotzdem ja irgendwie die Möglichkeit, wie man den auch ja, dauerhaft montieren kann. So habe ich das tatsächlich gemacht. Und genau, also ein portabler Monitor ist auch am Start. Und jetzt, puh, jetzt kommt natürlich was richtig Geiles. Puh, was habe ich mich da drauf gefreut. Ihr seht es schon auf dem Bild. Die kann ich jetzt definitiv nicht ganz auspacken. Da gibt es ein ganz separates Video zu, wie ich das komplett zusammenbauen werde und so weiter. Aber ihr seht es. Nee, hier. Das ist, die ist sogar aktuell gar nicht, also zum Zeitpunkt der Videoaufnahme, ist die noch gar nicht im Handel erwerblich. Ich habe die jetzt quasi schon vorab zugeschickt bekommen. Und zwar, hier steht auch drauf, Genmitsu.
Hersteller ist hier SaintSmart. Und SaintSmart hat halt eben das Modell Genmitsu 4040 Pro CNC Router Kit. Das ist eine CNC-Maschine. Ja? Denn wir haben ja schon 3D-Drucker getestet. Egal, ob das jetzt hier mit Resin ist oder eben ganz normal mit Filament-3D-Drucker. Wir haben hier mit Lasercuttern schon rumhantiert. Egal, ob mit Faserlaser, Diodenlaser, CO2-Laser. Wir haben hier auch schon mit Plottern rumhantiert. Und all diese Technologien, all diese Geräte basieren im Grunde genommen auf einer CNC-Maschine. Aber wenn man über CNC-Maschinen spricht, dann meint man diese Dinger hier. Denn eine CNC-Maschine ist umgangssprachlich oder ja, ist im Volksmund das, was ein Werkzeug vorne dran hat, was eine Fräse ist, ja, womit man Material abträgt. Im Grunde genommen ist ein 3D-Drucker auch eine CNC-Maschine. Und im Grunde genommen ist ein Lasercutter auch eine CNC-Maschine. Nur der Unterschied ist, dass das Werkzeug, was vorne dran ist, bei dem einen eben eine Plastikschmelze ist, bei dem anderen eben ein Lasermodul ist oder beim Plotter eben ein Schneidmesser ist. Und hier ist es halt eben eine Fräse. Die Technologie, die dahinter steht, ist im Grunde genommen bei allen der sogenannte G-Code, kennt man ja auch vom 3D-Druck. Genau das wird hier auch benutzt oder ne, in der Maschinensprache im Hintergrund. Und ja, man hat quasi im Grunde genommen X, Y, Z, man hat ein Koordinatensystem und da wird halt dann ja, dem Werkzeug gesagt, was es tun soll. Ne? So und so viele Millimeter in die Richtung, so und so viele Millimeter in die Richtung, Vorschub, so und so schnell drehen das Werkzeug oder ne? So und so schnell das Material durchschieben, ja, beim Drucker zum Beispiel, oder so und so viel Laserintensität. Also es ist ja im Grunde genommen alles ganz normaler Maschinencode, nur dass wir halt hier eine Fräse dran haben. So, ich will aber jetzt erstmal trotzdem schon mal so einen kleinen Einblick hier reinbekommen, weil das Ding soll wohl in 5 bis 10 Minuten, maximal 10 Minuten, aufgebaut sein. Und da bin ich gespannt. Ja, das sieht aber auch so aus, als ob das wirklich sehr einfach und schnell aufzubauen ist. Ja, also so. Das ist ganz schön schwer, das Zeug. Muss aber auch schwer sein, weil wegen Vibrationen und so. Sieht aber auch so aus, als ob man es wirklich schnell aufbauen könnte. Alter, ist das geil. Ja, und vor allem hier den Motor, der hier mit dabei ist. Es gibt hier quasi noch eine andere Aufnahme oder vielleicht funktioniert das sogar hier, dass man im Grunde genommen eine D-Wald oder wie ist die andere Marke, weiß ich jetzt nicht mehr, die andere ist auf jeden Fall besser gewesen, einen anderen Fräskopf hier auf jeden Fall, Makita, genau, einen Dewalt oder einen Makita Fräskopf hier reinpacken kann, was natürlich auch ziemlich cool wäre, weil die natürlich um einiges mehr Leistung haben. So, dann haben wir nämlich hier noch ein riesengroßes Paket. Ich habe jetzt hier erstmal ein bisschen alles kreuz und quer hin und her. Hier müssen wir erstmal die gelben Dinger hier abmachen. Und zwar haben wir hier die AC200P von Blue Yeti. Es ist eine Powerstation mit 2000 Watt und 2000 Wattstunden. Man sieht mich gar nicht mehr. Das Ding hat einfach Power, man hat hier quasi direkt Steckdosen dran. Man hat hier 12 Volt 10 Ampere Output, man hat einen 12 Volt 25 Ampere Output, man hat einen 12 Volt 3 Ampere Output. Hier irgendwas mit 60 Watt und so weiter und so fort. Verschiedene Anschlüsse halt eben, die mit dran sind, wo man eben ja, verschiedene Dinge dann mit machen kann. Wir haben tatsächlich vor, das als Balkonkraftwerkspeicher zu verwenden für meine Oma und wollen da ein smartes Balkonkraftwerk quasi bauen. Ich arbeite da mit Akkurat zusammen, ist ein Online-Shop und da bin ich mit den Elektrikern von denen auch ganz eng in Absprache, dass wir da gemeinsam eben ein cooles Projekt auf die Beine stellen. Ich versuche das jetzt hier einfach mal rauszuholen, um euch das zu zeigen. Wir versuchen halt gemeinsam ein cooles Projekt auf die Beine zu stellen, wo wir mit ein paar Shellys versuchen eben das Balkonkraftwerk dahingehend so smart zu machen, dass wir quasi tagsüber, wenn Sonne da ist, eben damit erstmal hier die Blue Yeti laden, damit die quasi erstmal Saft hat. Und wenn das Ding dann quasi voll ist, wird von der Blue Yeti auf den Wechselrichter direkt geschaltet, der mit 600 Watt dann ins Haus einspeist, solange eben noch Sonne da ist. Sobald die Sonne dann weg ist, soll quasi das wieder mit den Shellys so umgeschaltet werden, dass
im Grunde genommen die PV-Einspeisung von der PV-Anlage zur Blue Yeti ist zu und von der PV-Anlage zum Wechselrichter ist zu. Dafür wird aber von dem Blue Yeti zum Wechselrichter eine Leitung geöffnet, die dann eben über die ganze Nacht hinweg mit etwas weniger Watt dafür, ne, kann man quasi dann individuell einstellen, aber ne, dass man mit etwas weniger Watt aber dafür die ganze Nacht ins Haus einspeisen kann, so dass eben die Blue Yeti nicht komplett leer geht, ne, damit man die nicht immer wieder anmachen muss oder so oder quasi irgendwelche Einstellungen vornehmen muss, sodass sie quasi nie komplett leer ist. Ich versuche das dann so zu berechnen, dass wir noch 10-20% Spielraum haben quasi, bis halt eben am nächsten Morgen oder am nächsten Tag wieder PV-Strom kommt, also bis wieder die Sonne auf die PV-Module drauf scheint und dann quasi das Spiel von vorne beginnt, dann erst die Blue Yeti geladen, dann direkt der Wechselrichter ins Haus und dann quasi wieder die Nachteinspeisung, sodass man quasi das Maximum an Sonnenenergie rausholen kann, ohne dass etwas an Sonnenenergie verloren geht dabei, sodass wir quasi alles, was dass wir quasi eine Null-Einspeisung haben, dass wir gar nicht einspeisen sonderlich, sondern dass wir im Grunde genommen alles speichern und halt über die Nacht verteilt in Kühlschrank, in Router, in was weiß ich, was wir halt für Dauerstromversorger haben. Beziehungsweise bei uns ist es halt, wir heizen halt auch mit Infrarotheizung, wir haben dauerhafte Stromlast, die zieht, also ja, da geht eigentlich so gut wie gar nichts raus ans Netz, das bleibt alles hier im Haus. Genau, und das ist das gute Stück. Sieht auf jeden Fall auch schon mal sehr geil aus, muss ich sagen. Ja, wir haben ja schon das ein oder andere Gerät von Blue Yeti tatsächlich hier auf dem Tisch gehabt. Die haben sich auch stets verbessert, muss man sagen. Also das, sowohl das Produktdesign als auch hier die Outlets und so. Also die haben wirklich auch vom ganzen Feeling her, wie fühlt sich das an? Wir haben hier oben sogar Wireless Charging Pads noch mit dabei. Ne? Also hier oben kann man noch Handys draufpacken. Zum Laden. Also es ist schon ziemlich cool, sag ich mal, was man damit alles machen kann, was da alles mit herkommt. Und dann haben wir natürlich hier auch nochmal ein ganz fettes Netzteil, falls man das Ding halt dann doch mal mit dem normalen Hausstrom laden wollen würde. Ja, hier natürlich auch noch ein bisschen Papierkram eben mit dabei. Ja, aber ja, das Ding kannst du natürlich auch portabel benutzen. Also nur weil ich jetzt sage, hier Powerstation mit Balkonkraftwerk oder sonst was, das Ding kannst du natürlich auch entweder zu Hause laden oder mit PV-Modulen laden und dann halt einfach mitnehmen im Camper oder im Auto oder sonst wo oder beim Zelten oder beim Angeln und dann zack, hier einfach Steckdose rein und dann hast du halt deinen Strom unterwegs dabei, 2000 Wattstunden. Kannst du halt auch easy peasy machen. Da kannst du dich schön irgendwie beim Angeln irgendwo hinsetzen, Fernsehen mit aufgebaut, Fire TV-Stick drauf, eine kleine LTE-Router noch daneben gestellt, dann hast du Internet und dann kannst du da, keine Ahnung, Serien gucken oder nimmst deinen Rechner mit, weil das schafft der hier auch locker, nimmst deinen Rechner mit, Bildschirm, Tastatur, Maus, auch da wieder LTE-Stick oder sowas, dann kannst du mitten in der Pampa irgendwo im Wald, irgendwo im Feld, scheißegal, ganz einfach zocken. Ja, oder setz dich irgendwo in Central Park rein in New York oder so, keine Ahnung. Ist der überhaupt in New York? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist geil, finde ich auf jeden Fall nice. Powerstation von Blue Yeti, wie gesagt, generell Powerstations, ich habe da Spaß dran an den Teilen. Ich finde die cool. Was das hier noch? So, hier haben wir auch, da haben wir heute ja, glaube ich, alles so teilweise mit dabei gehabt. Wir haben jetzt eine Powerstation mit dabei, wir haben einen Resin 3D-Drucker, wir haben eine CNC-Maschine und hier haben wir einen Laser drin, wenn mich nicht alles recht entsinnt. Das müsste, glaube ich, ein Laser sein von Two Trees. Die sind ja normalerweise auch für ihre 3D-Drucker bekannt, aber die haben jetzt neuerdings, meine ich jedenfalls, auch einen Laser am Start. Und zwar nicht irgendein Laser, sondern dieser Laser hat eine Besonderheit. Der kommt nämlich mit einem Gehäuse halt auch direkt dabei. Die meisten Diodenlaser kommen ja ohne Gehäuse. Und dieser hier, ja, kann man hier auf dem Bild auch schon direkt sehen. Der kommt eben mit Gehäuse daher. Ne? So hat man quasi einen Laser in einem Gehäuse. Und das ist natürlich um einiges besser. Ja, hier hin auch mit einer Absaugung und so kann man hier schon die Bilder erkennen. Das ist quasi wie bei meinem großen, teuren Laser. Ich habe nämlich drüben noch einen 5400 Euro
CO2-Laser liegen tatsächlich. Da habe ich ja auch schon das ein oder andere Video zugemacht. Nur, dass wir hier eben nicht bei 5.400 Euro sind, sondern bei deutlich günstiger. Und da habe ich mir natürlich gedacht, das finde ich interessant. Ist ein bisschen kleiner, aber auch ein bisschen preiswerter. Schick mal zu, ich gucke mir das mal an. Ja? So, jetzt muss ich das hier nur rausbekommen. Oh. Puh. Okay. Ja, das wiegt ein bisschen was, würde ich mal sagen. Aber, ja, auch hier wieder, ne, Gewicht ist eben gut, weil Vibration und so. Ne? Je mehr das wiegt, desto, oder ne, je stärker das quasi halt alles ist, desto weniger braucht man sich irgendwie Sorgen machen, dass da irgendwas rumwobbelt. Sieht auf jeden Fall schon mal so, ganz ehrlich, ich finde, das sieht genau geil aus. Weil ich bin ja schon mal auch in China gewesen, vor Ort in Shenzhen, und habe mir da eine ganze Menge Industrie vor Ort angeguckt, wie das da gelebt wird, wie das gemacht wird und so alles. Und ich finde, gerade auch mit dieser Farbe von diesem Gerät, sieht das genauso schön industriell aus, wie ich das dort vor Ort auch erlebt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass genau so ein Gerät da in irgendeiner Manufaktur steht, womit die Mitarbeiter irgendwelche Sachen herstellen, die ihr dann irgendwo zu Hause benutzt. Das wird wahrscheinlich auch dann was für die neue Werkstatt, schätze ich jetzt mal. Ja, ist aber mega nice. Hier haben wir auch unten extra so ein Filz hier einmal drumrum. Sieht man hier, glaube ich, auch ganz gut. Damit es halt auch wirklich, ja, dicht ist oder ne, zumindest kein Staub da rauskommt mäßig. Dann haben wir hier Free Nefi Spanne, Fee-Spanne, was auch immer. Ja, hier sind noch so ein paar Sachen quasi mit drin. Hier haben wir auf jeden Fall ein Honeycomb-Bett, also eine Honigwaben-Unterkonstruktion, damit der Laser hier nicht irgendwo reinlasert und so. Und dann, wie gesagt, hier hinten natürlich den Anschluss, damit wir hier eine Belüftung anschließen können. Hier an der Seite haben wir noch den Ein- und Ausschalter, USB-Netzteil. Ja, und das wird wahrscheinlich alles hier dann quasi noch mit drin sein, vermute ich mal, die ganzen Netzteilgeschichten und so, weil da war jetzt hier nichts mehr drin. Ja, das haben wir aber hier quasi dann noch als Laser, und zwar hier von Two Trees. Und wie gesagt, den verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Ich denke mal, den werden wir uns aber in einem anderen Video nochmal genauer angucken. Genauso wie das ein oder andere Gerät hier. Also da werden wir in Zukunft noch einigen Spaß mit haben. Ich muss nur jetzt eben mal gucken, denn ich brauche mal mehr Platz eben, um diese Geräte hier irgendwo hinstellen zu können, testen zu können, machen zu können, tun zu können. Deswegen, ja, wie gesagt, versuche ich aktuell mir eine größere Werkstatt zu organisieren. Es kann aber sein, dass das auch noch ein bisschen dauert. Dementsprechend seid mir nicht allzu böse, wenn diese Videos vielleicht ein bisschen länger auf sich warten lassen. Ich gebe mir aber Mühe, dass wir da was hinbekommen. Ja, es ist halt, Platz ist beschränkt und ich bin eine Ein-Mann-Armee, der selber aufnimmt, selber alleine schneidet. Ich habe hier kein Team oder sonst was, was da hinter mir steht. Und da ist halt, ja. Und nebenbei mache ich auch noch meinen Meister in Mediengestaltung, Bild und Ton. Das ist halt auch nicht so ohne. Da muss ich natürlich auch viel Zeit und Mühe rein investieren. Aber das ist mir auch selber sehr wichtig, denn ja, YouTube ist zwar ganz cool, macht auch eine ganze Menge Spaß, aber ist halt die Frage, wie zukunftssicher das Ganze halt eben ist. Und bei so einem Meister, den hast du halt in der Tasche. Ne? So. Dann haben wir hier noch, so haben wir last but not least, einmal von Jonor, J-O-N-R, Water Suction Vacuum Cleaner, also ein Wasserstaubsauger, wie sagt man denn, gibt's da, ja, womit man halt auch quasi den Boden waschen kann, ja, wie nennt man die Dinger denn? Kabelloser Nasssauger. So, ich kam doch gerade nicht drauf. Nasssauger, genau. So, Nasssauger. Und meine Oma, deswegen habe ich gesagt, das eine schenke ich vielleicht meiner Oma. Das andere, so. Oder vielleicht brauche ich es auch mal für die Werkstatt. Muss ich halt mal gucken. Je nachdem, was für einen Boden ich in meiner neuen Werkstatt dann haben werde, ist es vielleicht auch sinnvoll, da einen Nasssauger zu haben. Who knows? Ja. Haben wir einmal hier quasi so einen Nasssauger. Weiß gar nicht, will ich ihn jetzt noch weiter aufmachen, ob da jetzt nochmal eine Verpackung drin ist oder... ich glaube,
danach ist er schon zu. Ja, ich lasse ihn einfach so. Das ist quasi hier einmal so ein Nasssauger. Ja, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kann man wahrscheinlich viel mehr dran sehen, weil das kann ich euch ja hier schlecht zeigen. Ich kann jetzt hier nicht anfangen, irgendwie nass zu saugen. Ja. Ist auch eh nicht so. Also da wird es auch definitiv kein Review zu geben. Ist halt eben einmal hier nur, ne, damit ihr so seht, was hier sonst noch so für Sachen hier ankommen, die ich mir mal anschaue. Aber nicht alles, was ich mir anschaue, schaue ich mir halt auch in einem Video an. Ganz klare Sache, weil da habt ihr gar kein Interesse dran und ich habe auch gar kein Interesse daran, da separate Videos zuzumachen, weil wer guckt die sich bitte an? Ja, so, hier haben wir dann noch einen anderen Staubsauger. Der ist dann halt wirklich, also solche Staubsauger benutze ich hier tatsächlich häufiger. Mal auch fürs Treppenhaus oder für ja, wenn ich das Studio mal sauber machen möchte oder bei Rechnern oder sowas. Ja, da gibt es nämlich auch verschiedene Aufsätze dann für. Das ist jetzt hier von, wie heißen sie? Red Road, genau. Der V17 Handheld Vacuum Cleaner. Und der sieht meiner Meinung nach wirklich geil aus. Also von der Farbe her, ich stehe ja auf dieses Weiß-Rot, das finde ich mega cool. 450 W steht hier drauf, also 450 Watt. Vermute ich jetzt einfach mal, Power wird das Teil hier haben. Ja, ist halt hier mit Akku, schön Wandhalterung mit dabei. Sieht so aus, als ob es einfach oben, dass man es einfach leeren kann. Und ja, unten auf jeden Fall mit verschiedenen Bürsten noch mit dabei, dass man auch wirklich alles an Dreck wegbekommt. Easter Egg Hunt beneath the handle. Es gibt unter dem Handle ein Easter Egg Hunt. Also kann man Easter Eggs jagen. Das ist ja auch voll cool. Die lassen sich ja echt richtig was einfallen hier. Ja, auf jeden Fall noch der V17, wie gesagt, ja, ist einfach ein Handstaubsauger, Akku-Handstaubsauger, wo man halt dann so ein bisschen, ja, Handheld Vacuum Cleaner, wo man halt so ein bisschen durch die Gegend mit saugen kann, um auch alles sauber zu bekommen zu Hause. In diesem Sinne, das war's mit diesem TechPack Opening Video. Wir haben halt hier wirklich alles mit am Start gehabt. Also alles, alles. Also das war ja einfach nur ein ganz krasses Techpack-Opening. Wir haben einen Resin-3D-Drucker mit am Start. Wir haben Resin mit am Start gehabt. Wir haben hier ein Mikrofon. Wir haben eine Gaming-Tastatur. Wir haben einen portablen Monitor. Wir haben ein paar Spiele. Wir haben einen Mini-PC. Wir haben einen Laser. Wir haben eine Powerstation. Wir haben eine CNC-Maschine. Also ohne Scheiß, dieses Techpack-Opening, das... Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein krasseres hatte. Aber das hier war auf jeden Fall heftig, ja. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das TechPack Opening gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Mich würde echt interessieren, was die Leute jetzt in die Kommentare geschrieben haben. Ob jemand in die Kommentare geschrieben hat hier, was ihr denkt, was wir hier in diesem TechPack Opening für einen Warenwert haben werden. Und vielleicht der eine oder andere vielleicht wirklich drunter geht und schreibt, was wir hier tatsächlich für einen Warenwert ausgepackt haben. Also was die Produkte hier alle zusammengerechnet aktuell kosten. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen, aber es ist eine ganze Menge, denke ich mal. Ja, aber bei einigen Geräten, wie jetzt hier dem hier zum Beispiel, halt auch etwas, was normalerweise viel mehr kostet, kriegt man halt hier eben für einen günstigeren Preis, weil ey, 5.400 Euro oder das, was das Ding hier kostet, wird wahrscheinlich um einiges weniger sein, schätze ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr cool. Wie gesagt, ne, in diesem Sinne... Wenn euch gefallen hat, Däumchen nach oben, schreibt was in die Kommentare und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren. Nicht vergessen, kostet euch kein Geld, gibt mir einen großen Support und ermöglicht mir weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal.